Hallo meine Lieben, wir sind schon auf dem Weg Richtung Messe. Der Claudia geht es wunderbar bei mir. Naja, ich hätte nichts gegen irgendeine Möglichkeit. Ich weiß nicht, Kaffee eigentlich habe ich getrunken. Ja. Ein. Aber so eine leichte Übelkeit habe ich. Ich glaube, da hilft auch ein Kaffee nicht wirklich. Aber wird schon alles. Wir sind ganz gut in der Zeit. Es ist 16 nach. Wir wollten eigentlich schon 12 Uhr da sein. Aber ich habe extra so ein bisschen langsamer gemacht. Wir haben 3 Tage. Und ich denke mal, die Messe wird nicht so riesig sein, weil da sehr viele Klassen sind. Und wir haben keine einzige gebucht. Deshalb eigentlich 1-2 Tage würden reichen. Und wir haben 3. Deshalb habe ich so, komm, machen wir ein bisschen chilliger. Heute ist ja Sonntag. Wir waren lange feiern. Naja, das Feiern haben wir uns anders vorgestellt. Es war sehr interessant. Und ja, ich habe zu Claudia gestern gesagt, dieser Club ist wie meine Küche. Er sieht live kleiner aus als im Video oder im Fernsehen. Im Fernsehen, Claudia kennt den ja auch daher, ne? Du warst auch das allererste Mal drin. Mhm. Aber sie war schon mal dort gewesen, als er noch anders hieß. Ja, aber war so ungefähr die gleiche Aufteilung. Genau. Also es hat sich von da nichts geändert. Ja. Ich versuche gerade ein bisschen noch zu mir zu kommen. Drück mir die Daumen, dass ich gleich richtig fit bin. Und ja, da erfolgreich werde. Mittlerweile Stunden später. Genau, nachdem wir jetzt geparkt haben, sind wir da. Das sieht voll schön aus. Es ist mitten im Hotel sozusagen. Ah, und hier ist der Beach Club, der auch an dem Hotel dran ist. Und hier ist jetzt das, was wir gesucht haben und gefunden haben. Also wir haben Anastasia, oder ich habe sie entdeckt, Anastasia Beverly Hills. Ich habe mich aber nicht getraut, nach einem Foto zu fragen, weil sie war ziemlich beschäftigt. Also so konzentriert und ich wollte sie nicht stören. Und jetzt sind wir hier an einer Ecke, wo Social Media Stars Sternchen sind. Ich habe keine Ahnung, ich kenne keinen einzigen davon. Aber muss ja nichts heißen, die Welt ist groß auf YouTube. Ich gehe mal gleich die Namen durch und dann gucke ich mal zu Hause selber nach, was die Mädels denn alles so machen. Weil wie gesagt, so auf den ersten Blick sagt mir kein Name was. Mit jemandem. Was war nochmal die Nummer? Nee, wir müssen in die Richtung, da wird es immer kleiner. Ja, hier sind wir doch richtig. Ja? Nee, eins weiter, guck mal. Da ist die, wir standen genau da. Da ist 36. Irgendwie sieht so orange ein bisschen aus. Das ist bestimmt dieses Hotel. Claudia müssen... Ah nee, Quatsch. Okay. Wir sind soweit fertig. Ich habe... wir haben viel gelacht, viel geredet, geendet. Beendet haben wir das Ganze jetzt auch. Weil wir haben ja noch 2 Tage. Und leider kann die Atelier nicht mit. Normalerweise müsste sie mitkommen. Weil dann hätte ich mit ihr das Ganze hier morgen, den ganzen Tag könnte ich dann hier bleiben. Und später auf dem Strip, weil wir sind mitten auf dem Strip. Naja, egal. Oh, da ist ein Baby. Warum ist ein Baby da aussieht? Baby ist so groß wie der Papa. Sieht aus wie Ostereier. Ihr könnt euch vorstellen, wie es mir geht. Wir haben uns erstmal beide hier auf die Couch geworfen. Ich habe mit Achea gekuschelt. Sie ist jetzt gerade, glaube ich, nach oben gegangen. Und ja, ich habe total die Lust auf Pancakes. Die Claudia wird gleich den Teig machen.
Und ich werde sie braten und dann gucken wir Film. Acelia? Acelia ist irgendwie am Schmollen. Oh, Myszeczko. Ja dopiero teraz... Sorry, ich... Ich rede mit dir. Acelia, ich will mit dir reden. Ich habe es aus Versehen auf Polnisch mit dir gesprochen. Siehst du? Du verstehst mich nicht. Ich habe jetzt erstmal gesehen, dass du... Der Pudel liegt auf mir. Das war so lustig. Ich die ganze Zeit, Claudia, ich will fangen. Nee, Pancakes. Ich mache sie auch. Ich so, okay, Claudia, du machst den Teig. Und ich brate sie. Dann Patricia sitzt auf der Couch, Claudia in der Küche. Guckt sich der an im Spiegel. Nee. In der Kamera. Ja, ich mach Pudel. Ich so, ob die Claudia jetzt flucht. Ey, ich muss eigentlich, um mit Idris eine gute Beziehung zu führen, muss ich in Amerika sein. Aber guck mal, jetzt ist er wach. Ich kann ihn nur schlagen. Ich bin gerade ein bisschen geschockt, weil wir hier ja kein deutsches Fernsehen haben. Habe ich keine Ahnung, was gerade auch los ist in Deutschland. Und... Ja, auf Trends von Deutschland sind total viele bürgerkriegsartige Szenen in Hamburger Altona Gegend. Was ist denn da los? Welcome to hell. So, dann beginnen wir den Abend mit einer schönen DVD. Die Claudia ist ja, ein ziemlich großer Fan und hat die ganze komplette Sammlung, glaube ich. Also, wie viele Filme hast du, Claudia? Gibt es irgendeinen Film, den du nicht von ihr hast? Ich habe vielleicht so ein ganz alter von ihr. Mhm. Wir haben... Und wir haben hier der Acelia diese Auswahl gegeben und sie hat sich für diesen Film entschieden. Ja, das ist der berühmteste, ne? Also diesen Satz gibt es wirklich sehr oft zu hören. Und ja, Acelia, komm, Schatzi. Acelia. Nein, ich wollte nur ablenken. Okay. Ich dachte, du fütterst sie wieder. Nee. Die macht das bei selber. Ich habe gerade gemerkt, dass mein... Ja. Nicht angeschlossen ist? Ja, ist da hinten, aber ich gucke, ob ich es auf Netflix finde. Cool. Und wenn nicht, muss ich. Sieht gut DVD aus, oder? Aber vier? Wir sind nur drei. Ja. Achso. Wer fehlt noch? Tyler? Ja. Okay, wir können das auch rüber. Okay, stopp. Ist das eine Kette? Inspired by Kim. Komm, ist schön. Du musst ganz oben hin. Ja? Ja. Da steht dann suchen und du musst immer das drücken, diesen Buchstaben drücken, den du haben willst. Ah. Warte, da unten. Auf Suchen gehst du und dann musst du auf die Buchstaben drücken, die du haben willst. Wo ist das Fisch? Nee, hat das Tier in der Nähe. Wo ist das denn? Look! It's the mouse! There you are! Right in the public library! Also, mein Lieben, ich hatte wirklich sehr starke Kopfschmerzen gehabt. Wir haben uns ja den Film angeschaut. Ich war überhaupt nicht in der Lage, den richtig mir anzuschauen.
habe auch angefangen, ein bisschen wieder zu schnarchen, aber auch das musste ich aufhören. Denn, ja, ich konnte ohne nicht andere Bitte. Falls, dann musste ich Passwort und E-Mail adressen. Ich habe es immer irgendwie falsch. Ja, auf jeden Fall. Habe ich mich leider so gelacht, denn sie hat plötzlich einen Bauch bekommen, der ja so aufgequollen war. Als sie meinen aber gesehen hat, hat sie sich vor Lachen fast weggeschmissen. Ich zeige euch mal, wie mein Bauch jetzt gerade aussieht. Es wird ein Affe. Boah, du siehst aus, als wärst du schwanger. Das ist doch der Hammer, oder? Nur weil du ein paar Bananen gegessen hast. Ich habe einfach Bananen gegessen. Das war's. Ich habe das schon ein paar Mal mitbekommen, dass wenn ich Bananen esse, mein Bauch wieder ein bisschen größer wird. Aber heute definitiv. Okay, ich muss morgen früh sehr früh aufstehen. Aus diesem Grund wünsche ich euch eine gute Nacht jetzt schon.